Guten Tag und herzlich willkommen zurück zu Stranded Alien Dawn, der 6. Staffel. Schön, dass ihr wieder mit dabei seid. Wir haben beim letzten Mal hier das Ansible Relay wieder angemacht, damit ein paar mehr stärkere Angriffe hier mal wieder kommen. Ich hoffe zumindest, dass sie kommen. Ich weiß es nicht. Weil wir haben ja hier nicht diesen Balken, dass es aufgeladen wird. Insofern kann es sein, dass die Angriffe gar nicht stärker werden. Müssen wir mal schauen. Was wir jetzt aber haben, ist den Kampf-Mech. Da bin ich sehr gespannt drauf, was der so im Kampf kann. Heißt, wir warten mal auf den nächsten Angriff und setzen dann die Sora da rein. Ken kommt hier rein. Sora. Setzen wir hier rein. Ich bin sehr gespannt. Mal gucken, was der so kann. Ey, das könnte sehr interessant werden. Schauen wir mal. Wir haben hier einen Han ohne Entspannung. Das ist nicht gut. Ich versuche mal, ihn hier 2 Stunden entspannen zu lassen. Mir scheint es so ein bisschen so zu sein, als würden sie die Entspannungsphasen überspringen, weil sie noch irgendwas zu Ende machen. Kann mich aber täuschen. Han, komm, entspann dich mal ein bisschen. Tachyonquelle, noch eine. Ständig Tachyonquellen. Expedition. Kennen wir, glaube ich, der. Müssen wir mal gucken, ob. Ah, nee, warte. Ach, Mist. Hatten wir doch beim letzten Mal schon. Warte. Expedition abbrechen. Den hatten wir doch schon unterwegs. Der ist doch schon losgeflitzt. Ja gut, dann weiß ich auch nicht, ehrlich gesagt. Ich glaube, wir brauchen dann letzten Endes niemanden, den wir hier zur Tachyon-Quelle schicken können. Die sind ja alle Intelligenz 3. Was wir halt machen können, ist Ken einmal zum Erkunden schicken. Mal gucken, was dabei so rumkommt. Schauen wir mal. Das Gute ist, dass die Jungs hier, die machen ja auch Licht, ne? Und dann treffen auch alle anderen wieder besser. Müssten zumindest dann besser treffen. So, wir können jetzt leider nicht sofort noch einen bauen, weil wir nämlich einfach zu wenig Metall haben. Wieder einmal. Immer zu wenig Metall, ey. Das ist immer das Gleiche hier. Wobei wir... Also wir können ihnen da tatsächlich einen Auftrag geben, aber ich würde ganz gerne erstmal ein bisschen mehr Metall auf hoher Kante haben, damit wir noch alles reparieren können, was es so zu reparieren gibt. Nicht wahr? Also wir gucken uns definitiv den hier mal noch in Action an. Bin ich sehr gespannt drauf. Der hat einen Raketenwerfer und einen MG, wie es aussieht. Das ist halt... Also... Das ist halt schon ganz schön krass, ne? Verbrauchen die überhaupt irgendwas? Die verbrauchen ja nicht mal irgendwas. Die verbrauchen ja keinen Sprit und nix, keine Energie. Die könnten ja wenigstens ein bisschen was verbrauchen, finde ich. Weil man könnte ja die dann einfach dauerhaft bauen und nimmt den ganzen Kram weg. Der verbraucht dann keine Energie mehr und gut ist. Naja. So, wir gucken mal hier auf die Energie. 1335 plus. Wir haben allerdings auch momentan Sonneneruptionen, wodurch wir mehr Energie produzieren. Aber auch ohne die... Sollten wir eigentlich ausreichend Energie produzieren, um tagsüber immer wieder auf 100% zu kommen? Voll in 3 Stunden, ja, gucke ich das mal an. Es ist gerade mal 10 Uhr. In 2 Stunden ist das Ding voll. Wie gesagt, wir haben einen kleinen Boost, aber eieiei. Meine Güte. So, Ken, was entdeckst du denn Schönes? Gucken wir mal, was er so Schönes entdeckt auf Expeditionen. Hier transportiert schon wieder kaum jemand, ne? Wer ist denn unser Transportmensch? Eigentlich ist es ja Sora, ne? Sora erledigt und baut. Allerdings. Und schneiden könnte sie ab und zu noch, aber wird sie halt nicht zu kommen, nehme ich stark an. Erkundung abgeschlossen. Was hast du denn gefunden? Gehen wir sofort dorthin. Kreuzfahrtschiff, Kleidung... Ja, nee, wir nehmen halt Metall mit. So, dann schießen wir uns die hier mal weg, würde ich sagen, ne? Ken ist jetzt zwar nicht da, aber wir wollen ja letzten Endes auch den großen Mech in Aktion sehen. Und Sora ist ja anwesend. So, dann kommt mal alle her. Schmeißt euch mal alle hier hin. Sora setzt sich einmal hier rein, da bin ich auch auf die Reichweite gespannt. Alter Vater, guckt euch die Reichweite an, das ist doch nicht normal. Jetzt mal ohne Spaß, das ist doch nicht normal. Meine Güte, du.
cool es halt auch aussieht, ne? Ja, da kündige ich schon mal an, dass gleich wieder eine Fotosession ist, ne? Also, das muss ich einfach fotografieren, Leute. Das lässt sich leider nicht verhindern. So, den stelle ich mal ein Stückchen weiter hierher. Damit er hier so schön reinschießen kann. So, kommt mal her, Freunde. Das hier scheint zu funktionieren mit den weiter rausgezogenen Zäunen, dass sie hier nicht nah genug rankommen, um diese Tore anzugreifen. Das ist super interessant, was hier... Alter, ne. Einfach ne, Leute. Was ist denn da los? Das ist doch nicht normal. Also entschuldigt mal, aber das ist doch nicht normal. Fotomodus. Habt ihr gesehen, wie schnell die umgekippt sind? Eieieiei. Also, ich glaube, ich bin sogar ganz froh, dass wir sie nicht früher gebaut haben, ehrlich gesagt. Die erscheinen mir halt super stark zu sein. Wie einfach der die alle wegschießt, ne? Da, stellt euch vor, wir würden mehrere davon haben. Kann man dem irgendwas bestimmen? Sperrfeuer? Eine Salve auf den gewünschten Ort abzufeuern. Wirklich? Ne. Ja, schön. Ist halt irgendwie auch geil, aber ist halt echt OP, ne? Also, ja, das ist fürs Endgame so, wenn man halt sagt, okay, jetzt mache ich hier einfach, jetzt mache ich hier so vor mich hin. Nochmal ein bisschen übertreiben, ist es halt okay, genauso wie mit unseren Lasern, ne? Das ist halt vollkommen in Ordnung, aber so grundsätzlich sind die halt echt stark. Ich meine, man kommt nicht sofort daran, ne? Man braucht eine ganze Weile, um die zu bauen und dann wird man quasi belohnt, ne? Ganz zum Schluss. Aber es ist halt irgendwie so, ja, ich finde, an den Schwierigkeitsgraden müsste auch irgendwie nochmal geschraubt werden. Und zwar nicht im Sinne von am Anfang muss es schwerer sein, sondern im Sinne von nach hinten raus muss es immer schwerer werden. Weil es ist bisher so, dass es am Anfang ist es immer problematisch, beim höchsten Schwierigkeitsgrad quasi unmöglich, ab einer gewissen Grenze. Aber der sehr schwere Schwierigkeitsgrad, finde ich, sollte immer mehr Gegner einem entgegenwerfen. Und zwar konstant. Mit jedem Angriff sollte es mehr werden. Am Anfang nicht so viel, damit man sich durchaus damit da so ein bisschen... Also es kann schon knackig sein, so wie bisher. Ich finde, am Anfang ist es okay. Was wurde jetzt zerstört? Hier hinten hat einfach mal jemand random angegriffen, okay? Aus welchem Grund auch immer die Einzelnen das machen. Man weiß es nicht. Ich finde, am Anfang der Schwierigkeitsgrad ist schon okay, dass man da halt es fast nicht schafft. Ne? Wir hatten das ja hier auch in der Staffel wieder ab und zu, dass es wirklich, wirklich knapp wurde. Aber dann irgendwann überschreitet man einfach so einen Punkt, wo einem die Angriffe einfach egal sind, größtenteils. Und ich finde, da könnte auf sehr schwerem Schwierigkeitsgrad könnte echt nochmal was kommen. Sodass die halt wirklich gerechtfertigt sind. Also, dass da wirklich was rund geht, ne? Dass es einfach Sinn macht, so eine Verteidigung hier aufzubauen. Weil einfach so extreme Angriffe erfolgen. So, die menschenfressenden Gierstunde nehmen wir uns einmal mit. Wer sitzt hier vorne rum? Da würde ich ganz gerne... Wie gesagt, es geht nicht um grundsätzlich schwerer, sondern nach hinten raus müsste es einfach schwerer werden. Das würde mich sehr freuen, wenn sie das nochmal angehen würden. Dass es einfach eine konstante Erhöhung der Schwierigkeit gerade gibt. Wahrscheinlich haben sie das aber nicht gemacht, weil die Angriffe einfach performance-technisch sehr schwierig sind. Also ich sehe es jetzt auch, ich habe ja keinen schwachen PC, aber hier bei den Angriffen, da gehen die FPS eben runter, ne? Und jemand mit einem schwächeren PC, der wird dann halt einfach gar nicht mehr spielen können. Deswegen vermute ich glaube auch, dass es anfänglich sogar drin war, dass es ursprünglich mal drin war in dem Spiel, dass es immer schwerer wird. Hier ist es jetzt irgendwie so, dass es,
Ja, dieses immer Schwerere, das passiert einfach nicht mehr. Sondern es ist einfach so, dass es ab einer gewissen Grenze passiert nicht mehr viel mehr. Also das Höchste, was ich mal hatte, waren irgendwie 1000 in Summe, 1000 Angreifer. Und selbst das hat man eben gut abgewehrt. Also ich würde tatsächlich mir wünschen, dass es noch ein bisschen mehr kommt. Aber wie gesagt, es kann natürlich auch sein, dass sie es aus Performancegründen nicht machen. Einfach eine konstante Erhöhung der Angriffe. Also, dass die konstant schwerer werden. Vielleicht auch gar nicht mehr Tiere, sondern dass sie einfach mehr Lebenspunkte haben. Da hätten wir das Performance-Problem nicht, aber sie werden halt schwerer zu töten. Das fände ich recht interessant, muss ich sagen. Wie gesagt, am Anfang der Schwierigkeitsgrad, auch sehr schwer, ist der am Anfang sehr gut. Aber ab einem gewissen Punkt ist es einem einfach egal, was angreift. Das wäre geil, wenn sie da nochmal so ein bisschen rangehen würden. Gucken wir mal, vielleicht kommt da irgendwann nochmal was. Das Feedback werde ich auch geben an die Entwickler. Ich habe ja einen direkten Kontakt. Zusammen mit dem einen oder anderen Feedback, jetzt nicht unbedingt kleine Bugs oder so, die wir jetzt aktuell haben, die haben sie mit Sicherheit auf dem Schirm, aber so Verbesserungen, meiner Meinung nach Verbesserungen, die eventuell ein bisschen helfen könnten. Ja, aber also die Dinger hier sind ja absolut geil, ne? Also ich bin immer so hin und her gerissen. Das ist auf der einen Seite, das ist Teil total geil. Ja, es macht richtig Spaß zu sehen und dann ballert der einfach alles weg. Das ist total übertrieben. Aber irgendwie ist es halt einfach, wie gesagt, übertrieben. Es ist irgendwie schön, aber auf der anderen Seite auch nicht so. Wie gesagt, ich bin froh, dass wir das erst jetzt ganz zum Schluss gemacht haben und nicht schon die Dinger seit, was weiß ich, wie viele Episoden haben, weil dann, ja, der eine hier kann ja im Grunde genommen alles abwehren, was uns so entgegenkommt. Guck mal, wir haben viel zu wenig Getreide. Am Ende eines Winters. Das ist auch ganz interessant eigentlich, ehrlich gesagt. Dass wir tatsächlich zu wenig Getreide haben. Das hätte ich aber nicht erwartet. Aber kochen können wir soweit noch recht viel, ne? Nicht genug Ressourcen haben wir bei ein paar Sachen. Ja, passt. 34 mal Futter haben wir noch. Ja, das sieht schon insgesamt ganz gut aus. Fleischeintopf haben wir. Ja, das sieht doch ganz gut aus. Das passt. So, 101 Mal Metalllegierung haben wir, heißt, wir können uns also den hier einfach mal kopieren und dann stellen wir noch einen hin, würde ich sagen, oder? Ich finde, da spricht nicht viel dagegen. Boah, jetzt müssen wir hier mal kurz den. Ken, dem geht's auch nicht so gut, ne? Der ist wieder mit seiner Zufriedenheit nicht so. Aber der war eben jetzt momentan noch unterwegs. Han und Sora ganz genauso. Das haben aber auch andere von euch geschrieben in den Kommentaren, dass ihr ähnliche Probleme habt, was die Zufriedenheit der Leute angeht. Dass hier Han doppelt so häufig unterhalten werden muss, das weiß ich. Aber das passiert halt bei anderen auch. Nur nicht so extrem wie bei ihm, ne? Also das hat auch bisher funktioniert. Irgendwas haben sie dann dran geschraubt. Ich bin noch nicht ganz dahinter gekommen, was es ist. Vielleicht muss man einfach größere Bereiche jetzt hier einstellen. Also bisher hat es ja wirklich gereicht, wenn man eine Stunde zum Ausruhen eingestellt hat. Dadurch, dass sie jetzt aber scheinbar ihre Aufgabe erstmal abschließen, egal wie lang die ist, bevor sie dann hier in die nächste Stunde gehen, also hier zum Beispiel, arbeiten sie erstmal zu Ende und es ist vielleicht schon 14 Uhr oder schon 15 Uhr und dann macht er was anderes. Denn dann ruht er sich nicht aus um 15 Uhr, sondern er macht was anderes, weil er hier halt durchgearbeitet hat. Deswegen vermute ich, dass wir das hier irgendwie anders machen müssen. Das Problem ist nur, wenn wir das machen, auf die Weise, dann kann es gut sein, dass er dann irgendwann um 15, 16 Uhr einfach nur rumsteht und nichts tut, weil er eben ausreichend ausgeruht ist. Ich finde es recht schwierig, ehrlich gesagt, hier das jetzt richtig einzustellen. Ich könnte vielleicht das und dann so. Vielleicht funktioniert das so ein bisschen besser. Müssen wir mal gucken. Wir schauen mal. Ich habe auch den Eindruck, dass hier bei dem Alles, in der Alles-Zeit, dass sie da selten sich unterhalten, sondern meistens arbeiten. Kann ich aber durchaus auch täuschen. Ja, hier haben wir jetzt natürlich noch ein paar Dinge. Kraftfeldbarriere hätte ich auch super gerne gebaut. Kostet aber Energie, ja. Und das würde jetzt einfach nur super lange dauern, das alles aufzubauen. Das machen wir jetzt nicht mehr. Wobei es natürlich zum Setting super gut gepasst hätte. Aber es ist halt, viele Dinge sind halt Optionen, würde ich sagen. Man kann sich entweder für die Mace entscheiden oder dafür, wenn man beides baut, das ist einfach übertrieben.
Gleiches gilt für die Barrikaden. Da muss man halt auch letzten Endes, haben wir ja gesehen, natürlich, wenn hier die ganzen Tore aus Carbon wären, dann würden die natürlich nicht so schnell durchbrechen, aber sie würden eben früher oder später auch durchbrechen. Wäre da mal teurer in der Reparatur und so weiter und so fort. Also es ist halt, man kann viele Dinge bauen, man muss aber viele Dinge auch gar nicht bauen. Das ist einfach nicht nötig, meiner Meinung nach. Deswegen habe ich es eben auch nicht gemacht. Und weil es eben viele andere Dinge zu tun gab, ne? Vor allem, das ist halt ab einer gewissen Grenze, wir haben es ja auch hier wieder gesehen, wenn man ständig Dinge in Auftrag gibt, dann kommen die Survivor, in dem Fall die Soldaten, einfach nicht mehr hinterher. Das wird dann eben auch immer schwieriger. Je mehr man, je größer alles ist, je mehr getan werden muss, desto weniger kann man eben auch neu bauen. Irgendwann kommt da einfach die Grenze, wo du quasi keine Möglichkeit mehr hast oder keine Zeit mehr hast zu bauen, weil einfach so viel getan werden muss. Wo man natürlich viele Dinge auch sparen könnte, ne? Also ich könnte natürlich hier ein bisschen weniger von bauen. Erforschen machen wir aktuell noch. Also jetzt momentan, glaube ich, würde das sogar ganz gut gehen, weil wir kaum was bauen. Also wir könnten jetzt durchaus was bauen, weil wenn wir beim Forschen komplett durch wären bereits, dann hätten wir im Grunde genommen kein Problem. Die verbesserten Pulsgewehre, die können wir hier natürlich noch in Auftrag geben. Ob wir die jetzt noch nutzen werden, das wage ich zu bezweifeln, ehrlich gesagt. Ach, guck mal, unser Getreide ist fertig. Das ist gut. Wachstum durch die giftige Asche. Aber gedüngt ist dafür. Gut. Sehr, sehr gut. So, und die Windräder, die Carbon-Windräder, die haben wir halt auch einfach nicht gefunden. Ne? Schade, ehrlich gesagt. Vielleicht hätte ich noch mehr erkunden müssen. Das kann durchaus sein. Wir lassen Ken einfach nochmal erkunden. Mal gucken. So, Han sieht... Entspannung ist noch immer auf 0, ne? Es ist 9 Uhr und seine Entspannung ist auf 0. Ich meine, jetzt habe ich ihm auch gesagt, jetzt habe ich ihm nicht explizit gesagt, dass er entspannen soll. Aber ich würde eigentlich, wenn einer dieser Werte hier auf 0 ist... Ja, auf 0. Also sie brauchen das ja wirklich sehr, sehr dringend. Dann würde ich eigentlich erwarten, dass wenn ich ihnen alles, die Option zu allem gebe, dass er sich dann entspannt in der Zeit. Und dass er sich nicht irgendwie auf Felder stellt und erstmal ein bisschen oder von A nach B trägt oder so. Sondern dass er erstmal sagt, okay, warte mal, wir haben Raumschiffmüll wieder einmal. Wir haben jetzt hier wirklich dringend Bedarf, also bei 0% oder wir können auch von 20% reden. Ab einer gewissen Grenze sollte er genau das machen und nichts anderes. So, jetzt ist 15 Uhr, ne? Genau, das ist nämlich genau der Punkt. Jetzt ist es hier nämlich 15 Uhr. Er hat jetzt hier die ganze Zeit, 2 Stunden lang hat er irgendwas anderes gemacht und erst um 15 Uhr erholt er sich dann. Erst hier. Und hier wird er wahrscheinlich wieder nicht dazu kommen, sich zu erholen. Wir beobachten ihn jetzt einfach mal kurz ein bisschen. So, auf 50% ist er gekommen. Jetzt gucken wir uns mal an. So, jetzt arbeitet Han erstmal wieder ein bisschen. Soll er ja auch, ist ja richtig so. 17 Uhr ist es. Jetzt geht er erstmal ein bisschen arbeiten. Bring ein bisschen Holz da hinten hin. Und dann müsste er gleich eigentlich, wie viel haben wir es? 19 Uhr. Hier wäre natürlich auch ein Tor nochmal ganz gut, ne? Weil ich ja absichtlich recht wenig Torien gebaut habe. Damit wir den Angreifern wenig Tore zum Angreifen geben. So, jetzt ist 21 Uhr. Und eigentlich sollte er sich ja jetzt schon erholen. Macht er aber nicht, weil er seine Aufgabe noch zu Ende führt. Jetzt ist schon 22 Uhr. Jetzt würde er eigentlich, glaube ich, ganz gerne sich erholen. Weil jetzt hier steht halt, was macht er denn? Kümmert sich um was? Man weiß nicht, worum er sich kümmert. Er kümmert sich... Ach hier, siehst du? Er macht jetzt das. Um 22 Uhr... Wenn ich das richtig analysiere, jetzt gerade hier, dann ist das so, dass er eine Aufgabenliste... In dem Bereich bekommt er eine Aufgabenliste vom Spiel zugewiesen. In diesen 4 Stunden bekommt er eine Aufgabenliste zugewiesen. Und die arbeitet er darüber hinaus auch noch ab.
Die bricht er nicht ab, sondern die arbeitet er ab. Und erst dann macht er das, was dann aktuell anliegt. Und dadurch überspringt er jetzt die zwei und geht dann gleich einfach pennen. Nehme ich zumindest an, dass das so ist. So in die Richtung müsste das gehen. Also man muss halt die Bereiche jetzt viel größer, muss man die letzten Endes halten. Alle anderen haben auch 0% Entspannung. Also Rita hat 90, der geht es aber im Grunde genommen immer gut. Raka, Kennis auf Expedition ist auch klar. Aber Sora ist halt auch weit unten. Vivien ist auch weit unten. Die sind alle weit unten in der Entspannung. Und das kann ich mir eigentlich nur erklären, weil sie diese Bereiche, diese Entspannungsphasen einfach überspringen. Weil sie noch zu Ende arbeiten. Sie arbeiten immer noch zu Ende. Kennen wir wieder sofort hin. Treibstofftank. Klingt so, sammle einfach so viel Schrott wie möglich. Ja, dann bringen wir wieder Schrott mit. So, jetzt ist morgens. Jetzt ist 5 Uhr ist es jetzt. Jetzt dürfen sie alles tun. Vivien hat sich dazu entschieden, was zu essen. Jetzt arbeitet sie aber auch sofort los, ne? Jetzt arbeitet sie sofort wieder weiter. Entspannung macht sie jetzt nicht in dieser Phase hier, obwohl sie sich entspannen könnte. Sie ist auf 0%, das würde total Sinn machen, dass sie sich jetzt dazu entschließt, okay, jetzt wo ich alles machen kann, da werde ich jetzt erstmal... Klar, natürlich wird dann weniger gearbeitet, aber wie gesagt, bei 0%, sie sollen sich auch nicht zu viel entspannen, aber bei 0% sollten sie sich einfach sofort entspannen. Wenn alles eingestellt ist. So, dann gucken wir uns jetzt mal um 13 Uhr, gucken wir uns mal an, wer der Leute sich sofort entspannt. Gucken wir mal. So gut wie niemand höchstwahrscheinlich. Es ist 10 Uhr. Guck mal, 131, 126 Mal Metalllegierung, so schnell kann es gehen. 11 Uhr, 12 Uhr und... Kenner hat eine Krankheit. Ja gut, das liegt an der Asche höchstwahrscheinlich. Jetzt ist es 13 Uhr und ich sehe noch niemanden da. Sora und Vivien, ihr zwei entspannt euch jetzt tatsächlich sofort. Aber Raka arbeitet noch, Han arbeitet noch. Die machen halt noch zu Ende, was sie noch zu tun hatten. Aggressive Tiere, okay. Um 15 Uhr heißt 21 Uhr kommt der Angriff. Scheint da hinten irgendwo zu sitzen. Ja, da hinten sind sie zwischen den Bäumen. So, jetzt ist 16 Uhr. Raka ist mittlerweile auch dazu gekommen, sich zu entspannen. Han aber noch immer nicht, weil der halt hier hinten irgendwo steht. Ne? Han hat es jetzt wirklich nicht geschafft, in diesem ganzen Teil hier sich zu entspannen. Weil er halt seine Aufgabe zu Ende führt. Das ist ja sehr schön und sehr löblich, ja. Aber auf... Hier. Er müsste eigentlich, wenn Pause ist, müsste er alles stehen und liegen lassen und erstmal Pause machen. Und das ist erst seit dem neuesten Patch so. Bin ich mir ziemlich sicher. Bin ich gespannt, ob sie da nochmal rangehen, weil so ist es halt irgendwie ein bisschen schwierig. Nennen wir es schwierig. Ich meine, letztendlich ist auch kein Problem, muss man eben wieder ein bisschen aktiv spielen. Ne? Man muss dann aktiv den Charakteren sagen, sie sollen sich erholen. Und kann sich nicht darauf lassen, dass das System an sich funktioniert. So, Sora setzt sich einmal hier rein. Gut, und ihr solltet dann hoffentlich auch wieder das Tor hier nicht angreifen. Das ist eine knappe Kiste. Ja. Nee. Na, entscheidet euch mal. Ist Ken schon wieder da? Ken ist schon wieder da. Warte mal. Komm mal her und setz dich hier rein. Ich weiß, du müsstest dich eigentlich entspannen, aber das Problem ist, dass... Ja, da hinten ist offen. Das ist das Problem. Also das ist vor allem das große Problem. Ja, schön, Mensch. Hier wieder Action. Geil. Das ist natürlich... Ich hab noch gedacht, als ich das Tor hier reingemacht habe, da muss ich dann aber drauf achten, dass sie das nicht wegkloppen und da nicht zumachen vor dem nächsten Angriff. Und dann habe ich über alles Mögliche gequatscht und habe es nicht mitbekommen. Es ist halt so, wie man es von mir eben kennt. Ne? Also wieso sollte denn auch... Warte mal, da müssen wir hier eigentlich einmal aufmachen, ne? Warte mal, da machen wir da mal auf. Raka, öffne mal das Tor und öffne mal bitte das Tor.
Genau, und das hier kannst du auch nochmal öffnen. Jetzt stellst du dich hinten rein. So, mal gucken, was sie jetzt alles angreifen. Sie werden einiges angreifen. Und ich würde auch sagen, dass Sora, die hüpft einmal hier rüber. Ja. Und schießt mal da alles weg. Gerät ohne Strom, elektrische Wandlampe. Okay, okay. Jetzt haben sie hier schon irgendwas kaputt gemacht. Ja, okay, haben sie hier schon mal ein bisschen was angegriffen. Wie viele Angreifer haben wir noch? Noch sehr viele. Vor allem so Kleinkram, das ist natürlich ein bisschen problematisch. Wir könnten jetzt ihn hier, könnten wir Sperrfeuer. Wir könnten... Ja, komm, wir schmeißen einfach hier mal ein bisschen Sperrfeuer, würde ich sagen, ne? Ja, machen wir es mal ein bisschen aktiv hier, das Ganze. Mal gucken, was jetzt kaputt geht. Wahrscheinlich unsere Felder oder ähnliches. Schauen wir mal. Sperrfeuer kommt. Ja, unsere Felder sind hin. Aber im Grunde genommen auch kein Problem. Sieht aber soweit trotzdem ganz gut aus, ne? Ken schießt hier auch fröhlich. Unsere Survivor schießen. Also im Großen und Ganzen ist es halt jetzt dann auch kein Problem, ne? So, der Mac, der haut hier ordentlich drauf. Eieiei. Das ist aber auch durchaus interessant hier, ne? So die Szene. Nett. Sehr nett. Wie kaputt ist er? Gucken. Sora ist voll. Oh, okay, aber kann ich den Mac gar nicht angucken? Doch, 915 da. Okay, ja, aber es ist, scheint hier auch kein Problem zu sein. Von dem Kleinkram haben wir noch 80. Ja. Ne, also das ist halt so der Punkt. Also jetzt, selbst wenn die hier hinten durchkommen, haben wir überhaupt kein Problem. Hier hinten stehen auch noch ein paar Leute rum. Das haben sie allerdings zerstört. Wow. Respekt. Das haben sie gut gemacht. Aber sie wurden halt dadurch abgelenkt und konnten deswegen weggeschossen werden, ne? So, was haben wir da jetzt? Warte mal. Rennen die Käfer wirklich gerade hier hinten irgendwo rum und machen? Das hatten wir, das ist ja super interessant. Jetzt überall sind irgendwelche Viecher. Da bin ich mal gespannt, wann die hier denn mal hier reinkommen. Ken, kannst du vielleicht den einmal wegschießen? Bist du so rangekommen? Wieso ist denn nicht von alleine drauf geschossen? Das gibt's doch wohl nicht. So, da ist noch ein Käfer. Der ist weg. Die Käfer, die spielen hier einfach draußen ein bisschen fangen mit den Ulfen. Das ist auch witzig. Das haben wir tatsächlich noch nie, dass die einfach überhaupt kein Interesse an unserer Base haben. Lustig. Ja, die meisten haben jetzt hier schon aufgegeben, wie wir sehen. Wir könnten natürlich hier mal kurz hinflitzen, ne? Die ballern uns hier nämlich die Bude kaputt. Na toll, jetzt rennt der woanders hin. Stell ich mal da hin. So, jetzt haben wir noch 11 Käfer. Haben wir noch irgendwo einen? Hier haben sie auch alle weggeschossen, ne? Haben schon ordentlich was zerstört, das muss man ihnen lassen. Aber sie haben halt niemanden von unseren Survivern getötet. So, 7 noch. Wir haben hier noch einen. Wir haben da noch einen. Wir haben hier noch einen. Der ist tot. Hinten rennen noch welche. Okay, die meisten rennen jetzt nur noch draußen rum. Aber sonst wo? Ja gut, das sollte, aber im Großen und Ganzen sollte das kein großartiges Problem sein. Sora! Mach du einfach mal auf Feierabend. Ist okay für mich. Ja, das war jetzt natürlich, das lag jetzt einfach daran, dass hier das Tor offen ist.
Aber es ist ganz witzig, so ein bisschen habe ich ja, ich habe ja jetzt in der Folge gesagt, es könnte so ein bisschen schwerer sein nach hinten raus. Und es ist ganz witzig, als ob sich das Spiel jetzt gerade so ein bisschen gerecht hätte. Du, pass mal auf, mein Freund. Das habe ich gehört, jetzt gibt's hier richtig aufs Maul. Ja, wie gesagt, das lag ja letzten Endes einfach wirklich nur daran, dass hier das Tor offen war. War eigene Dummheit. Dafür sollte man bestraft werden. Dafür wurden wir auch bestraft. Das ist gut so, dass das Spiel sowas bestraft. So sollte es nämlich immer sein. Wenn man doof spielt, sollte man bestraft werden. Wobei der ein oder andere die Behauptung aufstellen könnte, dass ich immer doof spiele. Oder verplant. Aber ich bin ja weiterhin stolz darauf, dass größtenteils zumindest, bis auf der Staffel, über die wir nicht reden, hier alles gut läuft. Also ich weiß, es ist nicht alles so perfekt, wie ich spiele. Ich bin weit weg von perfekt spielen. Aber ich scheine zumindest nicht alles falsch zu machen, weil es funktioniert. Funktioniert im Sinne von, wir kommen durch. Ne? Unsere Survivor sind noch da, unsere Soldaten sind noch da. Wir haben jetzt in dem Fall auch abgeschlossen das Ganze. Und ich bin zufrieden. Ich bin sehr, sehr zufrieden mit dieser Staffel. Die hat viel Spaß gemacht. Ich fand es auch ehrlich gesagt ganz gut, dass die so kurz und knackig war. Also so kurz war sie jetzt ja auch nicht, aber dass wir relativ gut zum Ende gekommen sind. Und beim Ende sind wir auch, Leute. Dies ist die letzte Folge der 6. Staffel von Stranded: Alien Dawn. Wir haben alles getan, was nötig war. Wir haben ja auch schon lange das Szenario abgeschlossen, also schon seit ein paar, schon lange ist übertrieben, aber schon seit ein paar Episoden haben wir das Szenario abgeschlossen. Aber, beziehungsweise und, ich hatte sehr viel Spaß hier in dieser Staffel. Und ich danke euch für all eure Zeit, für die ganzen Likes über all die Episoden in dieser Staffel, für die ganzen Kommentare. Ich habe versucht, auf viele zu antworten, nicht auf alle, aber auf viele. Ich lese mir alle Kommentare durch, antworte aber nicht auf alle, aber auf die meisten. Und ich freue mich auf die 7. Staffel weiterhin. Die wird natürlich auch weiterhin gespielt. Die 5. Staffel ist ja auch noch nicht vorbei. Die läuft ja auch noch. Also wenn ihr mehr sehen wollt von Stranded: Alien Dawn und mir, dann könnt ihr das gerne in der 5. Staffel machen. Ihr könnt das in der 7. Staffel machen. Und da laufen ja theoretisch auch noch die 3. Staffel und die 2. Die 3. Moment, ich komme selbst immer ein bisschen durcheinander. Aber ich bin jetzt ja gerade so ein bisschen dabei, das Ganze abzubauen. Das ganze Thema, hier kommt übrigens der nächste Angriff, der ein bisschen problematisch werden könnte, tatsächlich. Warte mal, das möchte ich jetzt gerade nochmal kurz. Hier, das gucken wir uns nochmal an. Sora einmal hier rein und Ken einmal hier rein. Und dann schicken wir die mal vor. Und zwar allesamt. Gucken wir mal, was dann passiert. So, Einberufung. Und ihr kommt alle mal hier hin. Wobei, warte mal, ihr müsst erstmal hier hinkommen, sonst fangt ihr nämlich direkt an zu schießen. Machen wir doch mal hier eine Mord-Scouty ganz zum Schluss. So, wir stellen uns einfach mal hier hin und dann gucken wir mal, ob die Reichweite soweit. Jetzt müsste es eigentlich losgehen, oder? Jetzt vielleicht? Ja, jetzt. Jetzt geht's los. Jetzt gucken wir mal, was hier passiert. Ich nehme stark an, dass jetzt hier gestorben wird. Schauen wir mal. Ich bin gespannt. Noch nicht. Sie kommen näher. Wir haben glücklicherweise ein paar Pumpen dabei. Ist kein Problem, ist kein Problem. Jawohl, wunderbar. Wir pullen immer so nach und nach einzeln hier die nächsten Gegner. Das ist richtig gut. Das funktioniert schon mal. Also wenn wir jetzt 2, 3 von den Großen hier hätten, dann hätten wir überhaupt kein Problem, ne? Wir gehen mal ein Stückchen näher ran. Auch ein schönes Bild hier, ne? Das ist auch ein schönes Bild. So, jetzt müssen wir mal gucken hier, ob ihr die alle wegkriegt, bevor sie uns angreifen. Könnt natürlich Sperrfeuer nutzen, ne? Aber ich glaube, müssen wir gar nicht. Na, hier vorne steht jemand. Was ist da los, Leute? Gibt's aber nicht. Oh, oh. Sind durchgebrochen, Leute. Sie sind durchgebrochen. Warte mal, dann gucken wir mal vielleicht, ob wir vielleicht noch hier mit dem Sperrfeuer was machen können.
Ja, das. Oh. Okay. Heieiei. Aber ihr macht halt echt viel. Also hier wird jetzt, hier ist schon viel jetzt, ne? Ich glaube, ich vermute, dass hier jetzt jemand sterben wird. Lassen so mal den angreifen. Ken greift mal den an. Ja, es sieht sehr nach. Es sieht sehr danach aus, als. Okay, sowas. Der Mac ist fast hin. Oh Gott, Leute. Oh nein, oh Gott. Han ist tot, Racker ist tot, die sind alle tot. Nicht alle. Dass ich das nochmal sehen darf. So hätte es aussehen können, Leute. So hätte es aussehen können. Hätte ich mich noch ein bisschen blöder angestellt. Leute. Ich bedanke mich noch einmal. Vielen Dank für diese Staffel. Es hat mir viel Spaß gemacht. Dankeschön für all eure Zeit, die ihr hier verbracht habt. Ich weiß das sehr zu schätzen. Vielen, vielen lieben Dank dafür. Dankeschön an alle Likes, für alle Likes, für alle Kommentare, für die gute Laune in den Kommentaren größtenteils. Wie gesagt, vor allem eben immer wieder für eure Zeit, denn ich weiß durchaus, dass ihr mit eurer Zeit anderes anfangen könntet, als hier rumzusitzen und euch mein Gequatsche anzuhören. Vielen Dank auch an alle Unterstützer auf Ko-fi, beziehungsweise Ko-fi wird es ja ausgesprochen, Ko-fi, wie auch immer man es aussprechen möchte. Dankeschön dafür und wir sehen uns in einer anderen Staffel von Stranded Alien Dawn oder in einem ganz anderen Let's Play. Es wird nämlich auch auf diesem Kanal in Zukunft immer weiter andere Let's Plays geben. Danke euch, Leute. Bis zum nächsten Mal. Irgendwann hören wir uns schon. Macht's gut. Bis dann. Tschüss.